Genau, dann würde ich sagen, starten wir auch schon. Können wir pünktlich beginnen. Ganz kurz zu mir. Ich bin die Sophia Metzger. Ich bin offensichtlich auch für unsere Online-Seminare zuständig. Ich stelle eben unsere Produkte immer vor. Dann haben wir ja noch zwei andere Online-Seminare. Einmal ein Online-Seminar zum Thema Lymphsystem und einmal ein Seminar zum Thema komplexe physikalische Entstauungstherapie. Da kümmert sich die Vanessa Lang, das ist unsere Therapeutin, die wir extra immer mit einladen, damit sie sich quasi für wirklich solche spezifischeren Fragen, damit wir da einfach auch noch eine Ansprechpartnerin haben. Die wird sich aber im Anschluss selber nochmal genau vorstellen. Genau. Ich begleite sie jetzt quasi durch unser Online-Seminar. Außerdem bin ich natürlich für unsere komplette Kundenbetreuung zuständig. Das heißt, wenn Sie im Nachhinein noch Fragen haben, sei es jetzt um die Anwendung unserer Produkte oder alles Mögliche, eigentlich können Sie sich jederzeit bei mir melden und dann finden wir hoffentlich eine Lösung. Dann würde ich auch schon sagen, starten wir mal mit unserem Online-Seminar. Ganz kurz vorab, damit Sie überhaupt einen Überblick bekommen, wer Equikron überhaupt ist und was wir so machen. Unsere Werte sind ganz einfach: Happy Horse, Happy Rider. Ohne glückliches Pferd gibt es einfach keinen glücklichen Reiter. Das ist so, das ist quasi ja wie ein Stück von uns und wir wollen natürlich, dass es Ihnen gut geht. Wir sind ein Team, sogar schon seit 2010, also uns gibt es schon wirklich eine Weile. Leidenschaft steckt definitiv dahinter. Das ist eigentlich ganz schön, warum wir überhaupt entstanden sind. Und zwar war das Pferd von der Tochter vom Geschäftsführer eben wirklich jahrelang immer wieder verletzt, das heißt mit immer wiederkehrenden Phlegmonen, die wirklich extrem waren. Und dann war es natürlich naheliegend, wenn man natürlich eine Firma zu Hause hat, die Kompressionsbekleidung für Menschen herstellt, dass man das dann mal fürs Pferd ausprobiert. Und so ist die erste Kompressionsbandage für Pferde auch entstanden. Qualität ganz klar, weil Juzo, also die Herstellerfirma, seit über 100 Jahren Erfahrung in der Humanmedizin hat. Also da steckt wirklich ordentlich Know-how dahinter. Vertrauen und Wegbegleiter, weil wir einfach versuchen, den Therapeuten, also auch den Pferdebesitzer und das Pferd natürlich über diese komplette Therapiedauer mit zu begleiten. Dann stellt sich natürlich definitiv die Frage, was Kompression überhaupt ist. Kompression bedeutet vereinfacht dargestellt, Druck von außen auf dem Gewebe bzw. auf die Haut auszuüben. Das hilft natürlich auf verschiedene Arten. Wie das Ganze wirkt, hat natürlich verschiedene Gründe. Zum einen haben wir da natürlich eine Verbesserung von dieser Muskelpumpfunktion. Dann ist es natürlich so, durch diesen Druck, den ich habe, werden Ödeme natürlich deutlich dünner. Das heißt, diese Schwellungen gehen natürlich einfach zurück und reduzieren natürlich auch den Venendruck, der innerlich natürlich herrscht. Außerdem wird sowohl die Blutzirkulation angeregt als auch der komplette Lymphfluss. Außerdem hat man durch diese Kompressionswirkung eben eine Lockerung von diesem fibrotisch veränderten Gewebe. Das entsteht natürlich auch durch diesen angenehmen Massageeffekt, den Kompression hat. Wir haben einfach zum vereinfachten Darstellen nochmal so eine Grafik hier eingefügt, einfach damit es klarer wird, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also diese Pfeiler, die stellen einfach diesen Druck von außen dar. Und durch diesen Druck von außen, das heißt durch eine Kompressionsbandage, hat man eine Erhöhung vom Gewebedruck. Durch diese Erhöhung des Gewebedrucks haben wir natürlich einen Abtransport von den Schadstoffen. Das heißt, diese Flüssigkeit und das Eiweiß, das sich in den Gliedmaßen befindet, wird natürlich abtransportiert. Und die Folge daraus ist natürlich ganz klar, dass wir eine Rückbildung von diesem Ödem eben haben. Dann stellt sich die Frage, welche Rolle Equikron in der Kompressionstherapie überhaupt spielt. Es ist so, die Haut hat natürlich aufgrund von diesen bestehenden Ödemen definitiv an Elastizität verloren. Das heißt, dieses Lymphsystem ist dauerhaft geschwächt und braucht natürlich eine Unterstützung von außen. Das kann natürlich entweder angeboren sein, das heißt, die haben zum Beispiel eine zu geringe Anzahl an Lymphgefäßen. Dann brauchen die natürlich für die Dauerbehandlung eine Kompressionsbandage. Das heißt, zum einen haben unsere Kompressionsbandagen natürlich definitiv den Sinn und Zweck, sage ich jetzt mal, dass sie einen gleichmäßigen Druckverlauf haben und einen Massageeffekt. Außerdem ist ein weiterer Punkt, dass sie eben den Lymphfluss definitiv anregen und unterstützen.
Außerdem sind alle unsere Produkte atmungsaktiv. Das heißt, es kann wirklich kein Hitzestau unter der Bandage entstehen. Das hat man ja ganz gut und gerne, wenn Pferde zum Beispiel angelaufene Beine haben, beziehungsweise, ich sag mal, es war alte Schule, dass man die Pferdebeine über Nacht wirklich einbandagiert. Aber das ist natürlich wirklich mehr schlecht als recht. Also es sieht dann am nächsten Tag wahrscheinlich schon so aus, dass das Bein deutlich dünner wird. Aber das ist für das Lymphsystem wirklich eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. Weil natürlich ist das Bein dann dünner, aber der Lymphfluss wird dadurch wirklich geschädigt. Deswegen muss man da wirklich aufpassen. Ein weiterer positiver Aspekt von den Kompressionsbandagen ist natürlich auch, dass sie eine anatomische Passform haben. Die anatomische Passform ist bei unseren Kompressionsbandagen gegeben, weil die nach dem sogenannten Flachstrickverfahren produziert wurden. Es gibt Flachstrick und Rundstrick. Rundstrick kennt man eigentlich von Krankenhausstrümpfen, Thrombosestrümpfen kann man eigentlich sagen. Gibt es auch sowas Ähnliches für Pferde, die man quasi über den Huf zieht. Nur hat man bei D-Bandagen halt das Problem, dass die gar nicht anatomisch geformt sind. Das heißt, man hat da gar nicht die Möglichkeit, sich wirklich genau an das Pferdebein und an den optimalen Druck quasi zu orientieren. Das funktioniert mit solchen Strümpfen gar nicht. Deswegen muss man da wirklich das Flachstrickverfahren verwenden, wie es bei uns der Fall ist, weil wir da halt wirklich die Möglichkeit haben, sich an diese anatomischen Gegebenheiten vom Pferdebein anzupassen. Dann würde ich jetzt auf unsere verschiedenen Serienbandagen zukommen. Das ist zum einen unsere Equicron Active und einmal die Equicron Fit. Die sehen wir jetzt eben auf den zwei verschiedenen Bildern. Bei der Equicron Active ist es so, dass wir die zum einen natürlich in zwei verschiedenen Farben haben. Das wäre einmal die Variante, die man hier auf dem Bild sieht, das ist schwarz-grün. Und dann haben wir noch eine Variante in schwarz-grau. Bei der schwarz-grauen ist einfach dieser grüne Streifen und diese Zone im Fesselbereich dunkelgrau statt grün. Bei der Equicron Active ist es so, dass sie eben einen Reißverschluss hat, der befindet sich seitlich. Und diese flexible Zone im Fesselbereich, das ist dieser grüne Bereich, den Sie da unten eben an der Fessel sehen. Und dann ist ein weiterer Punkt, dass wir die eben in verschiedenen Seriengrößen haben. Das heißt, für die Vorderhand und für die Hinterhand und dann jeweils die drei kleinsten Größen auch noch in kurzer Ausführung. Insgesamt haben wir pro Bandage und pro Vorder- bzw. Hinterhand immer 5 verschiedene Größen. Und der Unterschied von der Equicron Active zu der Equicron Fit sind natürlich die Punkte, die ich Ihnen jetzt gerade eben genannt habe, aber auch vor allem, kann man sagen, die verschiedenen Anwendungsgebiete. Auf alle Anwendungsgebiete kommen wir im Anschluss auch nochmal drauf zurück, aber grob für Sie jetzt schon mal zum Einschätzen. Die Equicron Active empfehlen wir eigentlich bei so Kandidaten, die eben Sehnenverletzungen oder Sehnenerkrankungen haben oder einfach postoperativ, um Schwellungen vorzubeugen. Bei der Equicron Fit ist es so, dass wir die Bandage eher Pferden empfehlen, die wirklich schwankende Beinumfänge haben oder eben auch zur Wund- und Narbenbehandlung. Da wird sie ganz gerne verwendet, weil es einfach ein super Verbandsersatz ist oder eben nach dem Abklingen nach einer Phlegmone. Die Produkteigenschaften von einer Equicron Fit sind zum einen natürlich dieser zweireihige Häkchenverschluss, den Sie auch auf dem Bild sehen. Bei dem Modell haben Sie halt dann einfach die Möglichkeit, die Bandage individuell ans Pferdebein einzupassen. Das heißt, je nachdem, wo sich es verändert, können Sie die Bandage dann in die jeweils engere Hakenreihe schließen. Ein weiterer Punkt, wie bei der Active auch, ist die eben in Seriengrößen erhältlich, auch in 5 verschiedenen Größen, vorne und hinten, auch in kurzer Länge. Aber was hier die Besonderheit ist, dass wir die auch nach Maß anfertigen. Maßanfertigungen bieten wir nicht mit Reißverschluss an, sondern wirklich nur mit solchen Häkchenverschlüssen. Einfach, weil Sie bei Maßanfertigungen ja wirklich davon ausgehen, dass sich das Bein noch deutlich verändert. Und mit diesem Häkchenverschluss haben Sie halt einfach die Möglichkeit, das Ganze noch individueller anzupassen. Dann ist ein weiterer Punkt, dass die Equicron Fit auch mit eingestricktem antibakteriellem Silberfaden erhältlich ist. Das wäre dann die Equicron Fit Silber. Die Fit Silver empfiehlt man dann wirklich so Kandidaten, wo starke Hautprobleme haben, wie jetzt zum Beispiel Mauke. Neben unseren Serienbandagen bieten wir dann auch Maßbandagen, wie vorhin gerade schon erwähnt. Wir haben Ihnen hier mal Bilder eingefügt, welche verschiedenen Varianten an Maßbandagen wir bieten. Zum einen ist es für die vorhandene Maßbandage, die von unterhalb vom Karpalgelenk bis über den Huf geht.
Das gleiche für die Hinterhand und dann eben auch Karpalgelenksbandagen. Solche Varianten, die bis über den Huf gehen, empfehlen wir Pferden, wo das Bein wirklich schon ab dem Kronband betroffen ist. Wenn man jetzt wirklich so ein Pferd hat, wo das Bein eben ab dem Kronband schon betroffen ist und man würde dann eine Bandage wählen, die in der Fesselbeuge aufhört, hätte man wirklich die Gefahr, dass sich der Bereich zwischen Fessel und Huf deutlich anstaut. Und das ist natürlich das, was wir auf gar keinen Fall haben wollen. Deswegen brauchen die Unterstützung von Beginn an quasi, dass es von unten heran schon unterstützt wird, dass diese Flüssigkeit einfach aus dem Bein rausgehen kann. Wichtig ist es bei den Maßbandagen, dass die wirklich nur über den Tierarzt oder den Therapeuten erhältlich sind, weil wir sagen, dass wenn man eine Maßbandage braucht, dann entspricht was nicht mehr der Norm. Und wir wollen einfach da auf der sicheren Seite sein, dass dem Pferd auch wirklich eine tierärztliche oder eine therapeutische Behandlung einfach zur Verfügung gestellt wird, dass das vorher alles abgeklärt ist und dass keine Kontraindikation besteht. Das A und O, sagen wir eigentlich immer ganz gerne, ist wirklich die richtige Größenbestimmung. Wenn die Kompressionsbandage nicht richtig sitzt, dann kann die natürlich auch einfach nicht die richtige Wirkung erzielen. Hier sehen Sie jetzt eine Grafik von der Vorhand. Was wir da brauchen, ist einmal der Umfang mit der Röhrbein und der Umfang mit der Fesselgelenk. Und von den Längenmaßen her ist es so, dass wir die Länge von unterhalb vom Karpalgelenk bis in die Fesselbeuge brauchen. Wichtig ist, dass man auf jeden Fall immer im dünnstmöglichen Zustand vermisst. Also das ist wirklich extrem wichtig. Den dünnstmöglichen Zustand erreichen eigentlich die meisten Pferde wirklich nach Bewegung, weil während Bewegung ist es so, dass diese Huf- und Fesselgelenkspumpe natürlich selber arbeiten kann. In der Standzeit ist es wirklich extrem schwer, gerade für Pferde, die ein geschwächtes Lymphsystem haben. Deswegen brauchen die natürlich Unterstützung von außen. Das wäre in dem Fall natürlich die Kompressionsbandage. Wenn das Pferd zur Größenbestimmung, also zum Zeitpunkt von der Größenbestimmung, leicht angelaufene Beine hatte und man da quasi ausmisst und die Bandage dann das erste Mal anzieht, ist es klar, dass sie zu groß ist, weil das quasi nicht der dünnstmögliche Zustand ist, weil das ist ja der Zustand, den wir halten, wenn nicht sogar weiter verbessern wollen. Genau, das Gleiche gilt natürlich auch für die Hinterhand. Da brauchen wir genau die gleichen Maße, also einmal Umfang mit der Röhrbein und einmal Umfang mit der Fesselgelenk, genauso wie die Länge. Wichtig ist es da auch noch, wenn man zwischen zwei Größen ist. Das heißt, wenn ich so, wir sagen immer einen halben Zentimeter zwischen zwei Größen, dann sollte man definitiv die kleinere Bandage wählen. Wenn Sie da jetzt auf die größere Bandage gehen würden, dann wäre die einfach viel zu schnell, viel zu groß und würde dann wiederum nach unten rutschen. Und das will man natürlich definitiv verhindern. Außerdem ist es bei den Serienbandagen so, dass diese vordefinierten Verschlüsse, die man hat, ein sogenanntes Verwickeln oder einfach, dass man die Bandage zu eng anlegen kann, das wird verhindert. Aber das Wichtige ist eben, dass man vorher unbedingt die Maße nimmt, weil viele denken immer, oh ja, da kaufe ich jetzt mal Größe M, weil bei normalen Gamaschen hat er auch M. Das kann man einfach nicht vergleichen. Also das sind wirklich Kompressionsbandagen, da muss man Maße nehmen. Da kann man nicht davon ausgehen, dass er einfach jetzt mal Größe M braucht. Genau. Super. Ob die Bandagen rutschen können, haben wir eben wirklich auch schon geklärt. Da kam nämlich auch die Frage. Und das kann eben passieren, wenn das Pferd zum Zeitpunkt von der Größenbestimmung angelaufene Beine hatte. Deswegen wirklich immer nach Bewegung die Maße nehmen. Dann kommen wir schon zu den Anwendungsgebieten von unseren Kompressionsbandagen. Also zum einen sind es natürlich weiche Gallen. Also bei harten Gallen, sagen wir, muss vorher unbedingt mit dem Tierarzt gesprochen werden, weil ja Gallen natürlich verschiedene Ursachen haben können. Das ist zum einen natürlich falsche Bodenverhältnisse, eine Überbelastung, Entzündungen. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Und bei Kompression ist es natürlich so, dass dieses Lymphsystem dadurch einfach wieder in Schwung gebracht wird, kann man sagen. Und diese gestauten Regionen, die sich in den Gliedmaßen befinden, werden dadurch natürlich wieder entstaut. Ein weiteres Anwendungsgebiet, ganz klar, angelaufene Beine hat man ja ganz gerne mal zum Beispiel, wenn die Pferde nachts in der Box sind oder gerade im Winter auch, wenn die Pferde wirklich weniger auf der Koppel draußen sind, sondern eher in der Box. Bei Sehnenverletzungen bzw. Sehnenerkrankungen wirken unsere Kompressionsbandagen auch wirklich unterstützend für den kompletten Heilungsverlauf. Nach dem Abklingen von der Phlegmone, hier ist ganz wichtig,
dass man bei, da kam auch eine Frage eben, ob man das auch bei akuter Phlegmone benutzen kann. Und es ist ganz wichtig, dass die Phlegmone wirklich 3 Tage unter Antibiotika stand, dass man einfach die Gefahr ausschließt, diese ganzen Keime, die sich drin befinden, im ganzen Körper zu verteilen. Dann natürlich als Prophylaxe bei langen Stehzeiten hat man ja auch ganz oft, leider Gottes, vom Tierarzt verordnet bekommen. Dann definitiv eine schnellere Regeneration, sei es jetzt bei einem Sehnenschaden oder ich möchte es einfach nach verschiedenen Belastungen tragen, zum Beispiel nach einem härteren Training. Dann natürlich zur Wundversorgung, aber auch zur Narbenversorgung. Eignet sich vor allem eben unsere EQ-Crown Fit wirklich sehr gut, aber auch postoperativ einfach um Schwellungen vorzubeugen. Genau, dann ist es ganz wichtig, die EQ-Crown Fit mit Silberfaden, die eignet sich eben wirklich super bei Wunden und Narben, beziehungsweise bei Pferden mit Hautproblemen empfehlen wir wirklich eher die Variante mit dem eingestickten Silberfaden, weil die zusätzlich eben antibakteriell wirkt. Auf abgeheilten Wunden kann diese EQ-Crown Fit wirklich direkt angelegt werden, nur wenn die Wunden wirklich noch offen sind, beziehungsweise die Narben auch, wenn die immer mal wieder aufreißen, sollte drunter wirklich nochmal eine Wundauflage getragen werden, dass man da wirklich auf der sicheren Seite ist. Dann empfehlen wir die EQ-Crown Fit einfach wirklich den Kandidaten, die wirklich regelmäßig schwankende Beinumfänge haben. Wir haben auch mal die Frage gekriegt, wie es aussieht beim Fessel-Ringband-Syndrom, beziehungsweise allgemein, ob sie da unterstützend wirken. Also der Lymphfluss hilft quasi diese Schwellungen, die diese Erkrankung quasi hervorruft, abklingen zu lassen. Das heißt, diese komplette Lymphflüssigkeit, die da drin gestaut wird, wird natürlich abtransportiert und diese Schwellung geht deutlich zurück. Das heißt, unsere Bandagen sorgen dafür, dass das Bein eben wirklich dünner wird und die sorgen für mehr Platz im Fesseltunnel. Zusätzlich haben wir natürlich eine Anregung vom kompletten Blutkreislauf und die Zellerneuerung wird natürlich auch noch angeregt. Genau. Dann kommen wir auch schon zu den Kontraindikationen. Das heißt, wann die Behandlung mit Kompressionstherapie wirklich ausgeschlossen wird, beziehungsweise unter welchen Abwägungen sie möglich ist. Zu unterscheiden ist da in absolute Kontraindikationen und relative Kontraindikationen. Das klingt sehr hochgestochen, ist aber eigentlich ganz einfach definiert. Also absolute Kontraindikationen sind wirklich Dinge, die die Anwendung von Kompressionsbandagen wirklich komplett ausschließen. Und relative Kontraindikationen sind Krankheitsbilder, die wirklich nur unter strenger Abwägung beziehungsweise mit Absprache vom Tierarzt möglich sind. Genau, also eine absolute Kontraindikation wäre zum Beispiel eine akute Entzündung, weil man da einfach die Gefahr hat, dass eher schlimmer zu machen, sage ich jetzt mal. Dann Herzinsuffizienz, also das bedeutet eine Schwäche vom Herzmuskel, weil das einfach eine zusätzliche Belastung fürs Herz wäre. Tumore, kommt drauf an, es ist nämlich auch eine relative Kontraindikation, je nach Lage. Das heißt, es kommt drauf an, ob diese Tumore Lymphabflusswege blockieren. Deswegen wirklich mit dem Tierarzt sprechen, das ist ganz wichtig. Dann natürlich auch Schilddrüsenüberfunktion, weil das natürlich diese Symptome auch noch zusätzlich verstärkt. Eine relative Kontraindikation, das heißt Kontraindikationen, die wirklich unter strenger Abwägung möglich sind, wären zum Beispiel Tumore bzw. Melanome, die keine Lymphabflusswege blockieren. Dann ist es wiederum möglich, wenn sie eben wirklich Lymphabflusswege blockieren, dann sollte Kompression wirklich gar nicht getragen werden. Akute Phlegmone, wie vorhin schon erwähnt, die muss unbedingt 3 Tage unter Antibiose stehen, weil man sonst einfach die Gefahr hat, die Keime einfach weiter zu verteilen. Genau, dann bekomme ich auch häufig die Frage, ob sich Durchtrittigkeit damit aufhalten lässt. Also es ist natürlich schon so, dass die Stellung von Huf bzw. von der Fessel schon so verändert ist, dass diese Kompressionsbandagen diese Stellung nicht mehr verändern können. Was die auf jeden Fall können, sind natürlich diese komplette Flüssigkeit, diese Anspannung quasi wirklich rauszunehmen. Aber so eine Unterstützung direkt für die fehlerhafte Stellung von der Fessel, das ist nachträglich leider nicht mehr möglich. Genau, häufige Fragen, die wir bekommen. Zum einen ist es natürlich, wie lange die Bandage bzw. die Kompression hält. Bei korrekter Pflege ist die Bandage bzw. die Kompression von der Bandage wirklich über die komplette Lebensdauer hin gleich. Also
die wird nie weniger. Das kommt natürlich darauf an, welchen mechanischen Belastungen die Bandage ausgesetzt ist. Das heißt, zum Beispiel knabbernde Pferdezähne. Man hat ja ganz oft so einen Kandidaten, der gern mal an Sachen rumknabbert. Meine Kollegin zum Beispiel hat so einen, der nicht mal Glocken dran lässt. Also da hilft kein Tabasco oder dieses Anti-Bite, was es auch gibt. Also da war Tabasco sogar noch besser, aber hat auch nichts dran geholfen. Da wurde trotzdem alles dran ausgezogen. Gibt es einfach, das kann man nicht verhindern. Genau, und wichtig ist es eben auch, dass die Bandagen regelmäßig gewaschen werden. Man kann unsere Bandagen auch in der Waschmaschine waschen, aber eine genaue Pflegeanleitung ist sowieso bei jeder Bandage immer mit dabei. Wichtig ist es auch, dass man die wirklich regelmäßig wäscht, weil das so ist. Das kann man eigentlich vergleichen wie eine Kniebandage für einen Menschen auch. Die muss man ja auch regelmäßig waschen, einfach damit dieses Kompressionsmaterial sich wieder zusammenzieht und die ursprüngliche Kompressionswirkung quasi wieder zurückerlangt. Wenn man die natürlich eine Weile trägt, ist es klar, dass diese Kompressionswirkung nicht mehr so gegeben ist wie am Anfang. Deswegen, wie bei den humanen Produkten, auch regelmäßig waschen und dann hat die wieder ihre ursprüngliche Kompression. Eine weitere Frage ist, ob unter unseren Bandagen Hitzestau entstehen kann. Also unter unseren Bandagen kann definitiv keine Stauwärme entstehen, weil wir wirklich ein grobmaschiges und luftdurchlässiges Material haben. Das heißt, im Gegensatz zu zum Beispiel Baumwollbandagen oder ganz anderen Gamaschen und Bandagen, die man eben so kaufen kann, kann bei uns wirklich kein Hitzestau entstehen. Das ist ganz wichtig, weil es viele auch immer denken, beziehungsweise auch Angst haben, was ich total verstehe, gerade wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Temperaturen eben wieder steigen. Man möchte das Ganze natürlich auch im Sommer anlassen. Genau, was die komplette Lebensdauer ist, sehe ich nämlich gerade in unserem Chat, von der Bandage ist, das ist von Pferd zu Pferd wirklich total unterschiedlich. Also einige von unseren Kunden haben nach Jahren immer noch ihre erste Bandage und sind immer noch glücklich damit. Es kommt wirklich total aufs Pferd drauf an, ob er dran rumknabbert oder wie auch immer das Pferd da auf was für Ideen, die quasi kommen, wenn man mal nicht da ist zum Beobachten. Da muss man sich auch auf den Kopf langen. Aber ich glaube, man möchte gar nicht alles sehen, was die so treiben. Genau. Die nächste Frage, die wir jetzt bekommen haben, wie und wann unsere Bandagen getragen werden sollen. Also grundsätzlich ist es so, dass unsere Bandagen für die Standzeit gedacht sind. Das heißt, zum Reiten sollten die definitiv ausgezogen werden, weil die einfach keinen Schlagschutz bieten. Und während der Bewegung ist es sowieso schon so, dass diese Huf- und Fesselgelenkspumpe selber arbeitet. Das heißt, diese Flüssigkeit, die sich im Bein befindet, wird dadurch selber abtransportiert, weil diese Pumpe eben arbeitet. Und während der Standzeit kann die nicht so wirklich arbeiten. Gerade für Pferde, die ein geschwächtes Lymphsystem haben, ist es extrem schwierig. Und deswegen brauchen die einfach diese Unterstützung von außen. Das heißt, die Kompressionsbandage. Grundsätzlich können unsere Bandagen bis zu 23 Stunden am Tag getragen werden. Das ist ganz egal, ob auf der Koppel, Paddock oder eben in der Box. Das variiert aber natürlich total. Die kann natürlich auch eben nach Bedarf getragen werden. Das heißt, wenn ich ein dauerhaftes Problem habe, brauche ich die Unterstützung wahrscheinlich wirklich schon diese 23 Stunden. Aber ich habe zum Beispiel auch oft Kandidaten, die die Unterstützung nur über Nacht brauchen. Das heißt, die haben eben mit so einem Problem zu kämpfen, dass die Beine einfach nur über Nacht in der Box anlaufen. Dann reicht es natürlich aus, wenn ich das auch nur in dem Zeitraum quasi trage. Also das ist wirklich auch unterschiedlich, je nachdem, was für ein Krankheitsbild ich eben habe. Genau. Man kann ihn natürlich auch ganztags zur Regeneration tragen, wie vorhin gerade eben schon erwähnt, je nachdem, was ich für ein Problem habe, aber auch nach bestimmten Belastungen. Das heißt, wenn ich ein härteres Training hatte, kann ich die auch nur danach anziehen oder eben für einen längeren Transport. Da haben es ja auch ganz viele so, dass sie dann eben die Bandagen bzw. die Unterstützung brauchen, weil die Beine sonst anlaufen. Dann bekommen wir auch oft noch die Frage, ob die Pferde sich an die Bandage gewöhnen. Das denken immer ganz viele, dass die Pferde dann nicht mehr ohne die Bandage können. Und das ist natürlich so, wenn so eine Schwäche vom Lymphsystem natürlich schon besteht, dann ist es natürlich so, dass diese fehlenden Lymphe nicht mehr nachwachsen können. Die Kompressionsbandage bietet quasi dann diese Unterstützung, die einfach nicht mehr nachwachsen kann. Und wenn diese Unterstützung von außen natürlich wegfällt, wird diese Schwäche, die das Lymphsystem hat, natürlich wieder sichtbar. Kompression unterstützt quasi dieses Lymphsystem wirklich, aber es kann natürlich nicht bewirken, dass diese fehlenden Lymphgefäße wieder nachwachsen, kann man eigentlich sagen.
Dann haben wir noch eine weitere Frage, was denn der Unterschied ist zwischen Equicon-Kompressionsbandagen und normalen Wickelbandagen bzw. Back-on-Track-Bandagen. Also bei unseren Bandagen ist es so, dass diese vordefinierten Schlüsse, die wir haben, Verschlüsse, die wir eben haben, quasi zu eng anlegen bzw. dieses sogenannte Verwickeln unmöglich eigentlich machen, weil wir eben medizinische Kompressionsbandagen haben mit diesem vordefinierten Verdruck. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man sich wirklich an die Größentabelle orientiert. Bei Back-on-Track ist es so, dass die eben mit Infrarotwärme arbeiten, im Gegensatz zu uns, weil wir eben wirklich durch diesen Druck von außen quasi arbeiten. Genau. Bevor wir jetzt zur letzten Folie kommen, haben wir noch Zeit eingeplant für die Fragen. Da würde ich jetzt ganz kurz an die Vanessa Lang abgeben. Oh, hallo, ich heiße Vanessa Lang, bin gelernte tiermedizinische Fachangestellte, habe in der Pferdeklinik in Wolfesing, das ist im Osten von München, eine orthopädische Pferdeklinik, meine Ausbildung gemacht und habe dann im Anschluss sozusagen meine Zusatzfortbildungen gemacht für Physiotherapie, Osteopathie und zur Lymphtherapeutin. Und wenn jetzt irgendwelche Fragen sind, dann einfach losschreiben. Genau. In der Zwischenzeit nehme ich gleich mal die Frage Flachstrick wie beim Lip- bzw. Lymphödem. Genau, also es ist so, dass man dieses Material wirklich mit diesen Flachstrick-Kompressionsbandagen vom Menschen auch vergleichen kann, sage ich jetzt mal. Also das ist wirklich genau das Gleiche. Rundstrick wäre jetzt zum Beispiel wirklich, wie vorhin schon erwähnt, sowas wie Thrombosestrümpfe, diese Krankenhausstrümpfe, die man eben kennt. Und da ist es nicht möglich, sich anatomisch an die anatomischen Gegebenheiten quasi anzupassen. Bei Flachstrick ist es so, dass wir wirklich direkt darauf eingehen können, je nachdem, wie sich das Bein eben verändert. Da können wir wirklich, ja, man nennt das die Maschenanzahl, quasi so verändern, dass es genau so ist, quasi wie das Pferdebein eben auch ist. Genau. Genau, der Unterschied zu der No-Leaf-Bandage, also das ist ja auch eine Kompressionsbandage. Allerdings arbeiten die, soweit ich weiß, auch mit solchen Druckpiloten. Also das kann man dann nicht ganz vergleichen. Mit Druckpiloten arbeiten wir zum Beispiel gar nicht. Genau, hier ist eine Frage. Und zwar geht es hierbei um einen Sehnenschaden, wo das Pferd jetzt wieder begonnen werden darf mit dem Traben. Und ob sich jetzt hier schon die Active Bandage lohnen würde. Also auf jeden Fall wird sich die lohnen. Einfach darum, dass wenn einfach dort noch Verklebungen oder dergleichen einfach sind, können diese viel besser sich lösen und können einfach sozusagen die Geschmeidigkeit der Sehnengleitfähigkeit unterstützen und diese einfach fördern, was natürlich zu einem schnelleren oder weiteren Heilungsprozess natürlich führt. Und genau, hier ist natürlich auch ganz wichtig, dann zu gucken, habe ich natürlich vielleicht noch Lymphflüssigkeit, was ja manchmal hat man ja eine Flüssigkeitsansammlung, was man dann auch über den Ultraschall feststellen kann. Ist da tatsächlich noch was vorhanden? Muss man natürlich auch gucken, gerade beim Messen. Sollte sich da natürlich irgendwas verändern, ob man dann eventuell eben noch zur Fitbandage, sage ich mal, tendieren möchte, dass bis man sozusagen einen Umfang erreicht hat, der sich eben nicht mehr weiter reduziert, wäre natürlich dann die Fitbandage die erste Wahl und ansonsten natürlich die Activebandage. Kann aber gerne natürlich via Fotos mit Maßband oder so gerne einfach der Frau Metzger dann zugeschickt werden und dann kann man einfach tatsächlich gucken, in welche Größe man tatsächlich reinrutscht. Genau, dann haben wir noch eine Frage bekommen, ob es die Maßbandage noch höher gibt, da die Stute auch am oberen Bein verletzt ist. Also fürs Vorderbein ist es so, dass wir eben Maßbandagen ab dem Huf eigentlich bis entweder unterhalb vom Karpalgelenk anfertigen können, aber wir können auch Karpalgelenksbandagen machen, also das ist kein Problem. Was wir nicht anbieten, sind Sprunggelenksbandagen, weil man da einfach in der Bewegung so extreme Umfangsschwankungen hat, dass man das in so einem Kompressionsmaterial gar nicht darstellen könnte. Das heißt, die Bandage würde einfach nach unten rutschen, weil es nicht möglich ist, sobald das Pferd quasi einen Schritt macht, würde das wieder nach unten rutschen. Was wir aber empfehlen, wenn das Hinterbein wirklich komplett betroffen ist, dass man quasi eine Kompressionsbandage verwendet, die bis unterhalb vom Sprunggelenk eben reicht. Und das Sprunggelenk selber kann man dann auch je nach Krankheitsbild natürlich mit sogenannten Lymphtapes noch zusätzlich unterstützen. Genau.
Eine weitere Frage war, ob man einschätzen kann, ob die Bandage unangenehm fürs Pferd ist. Genau, also man sollte auf jeden Fall, wenn man eben Kompressionsbandagen trägt, mit einer Stunde anfangen, also das Pferd wirklich langsam daran gewöhnen und dann das Ganze steigern. Das heißt, man steigert das dann auf 2 Stunden, auf 4 Stunden, auf 6 Stunden, auf 8 oder auf 12 Stunden, je nachdem, wie lange man die Bandage eben wirklich tragen will. Und beim ersten Anziehen von der Bandage sollte man das Pferd auf jeden Fall im Blick behalten. Das heißt, das Pferd würde wirklich signalisieren, wenn die Bandage wieder ausgezogen werden sollte. Aber bei den meisten Pferden ist es wirklich so, dass sie damit kein Problem haben. Natürlich viele, deswegen ist es eben so extrem wichtig, dass man das Pferd langsam daran gewöhnt und auf jeden Fall wirklich unter Beobachtung. Weil manche Pferde sind es zum Beispiel gar nicht gewöhnt, dass die wirklich so einen ja, extremen Druck, kann man eigentlich schon sagen. Das ist also ein angenehmer Druck für die Pferde. Aber viele kennen das ja gar nicht. Also meiner zum Beispiel stellt sich ja auch total an, wenn wir hinten längere Dressurgamaschen drauf haben, das findet er furchtbar. Muss man natürlich wirklich von Pferd zu Pferd unterscheiden. Eine weitere Frage wäre, wie ich denn den passenden Therapeuten in meiner Nähe finde. Da bietet sich das an, wenn Sie mal auf unsere Seite schauen würden. Da gibt es nämlich so ein, also bei uns heißt das EQQ-Partner-Konzept quasi. Da finden Sie dann wirklich den passenden Therapeuten. Wir haben das auch nach Bundesland sortiert. Da können Sie mal reinschauen und die Therapeuten können Ihnen da definitiv weiterhelfen. Ansonsten können wir auch gerne morgen nochmal telefonieren. Sie können mir auch gerne Bilder schicken, einfach an info@equicron.de, eine E-Mail. Und dann können wir da gern auch nochmal zusammen sprechen über eine richtige Maßbandage. Genau. Genau. Hier war dann noch mal eine weitere Frage, und zwar wegen dem Sehnenschaden. Genau, dass auch die Bandage in der Bewegung am Pferdebein dran ist, ob das eben falsch ist, weil man halt gern die Sehne da mehr unterstützen möchte. Also falsch ist es nicht, aber wenn man eben sagt, es ist prinzipiell eben eine Bandage für die Stehphase, um einfach auch dem Pferdebein, dass man dem einfach auch ein bisschen Luft sozusagen zugibt, weil es eben auch keinen Schlagschutz bietet. Empfehlen mir natürlich generell, dass die also dass die Bandage zum Reiten eben abgenommen werden kann, aber es ist kein Muss. Also natürlich kann im Falle dessen auch die Bandage getragen werden, aber ganz klar, sie bietet keinen Schlagschutz, kann natürlich einfach zu Gewebebrüchen oder Verletzungen durch den Huf oder durch das Hufeisen natürlich kommen. Und was natürlich dadurch die Bandage beschädigt. Genau, eine weitere Frage war dann auch, wieso wird nur mit einer Bandage gearbeitet und nicht generell als Paar? Also unsere Bandagen sind auch stückweise zu kaufen oder eben als Paar. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich nur das betroffene Bein versorgt werden kann. Viele Pferde empfinden es aber als angenehmer, wenn man beide Bandagen quasi anzieht, also auf beiden Beinen, einfach damit dieser Druck gleichmäßiger ist. Das ist natürlich, muss man von Pferd zu Pferd unterscheiden. Also einigen macht es natürlich auch nichts aus, wenn nur das betroffene Bein versorgt ist. Also aus medizinischer Sicht, das ist kein Problem. Allerdings empfinden es viele Pferde wirklich angenehmer, wenn man 2 Bandagen trägt. Genau, also wie gesagt, falls trotzdem noch weitere Fragen auftauchen sollten, die wir jetzt in dem Webinar nicht klären konnten, ist es natürlich überhaupt kein Verbrechen, sich dann wieder bei uns zu melden. Das heißt, Sie können gerne einfach bei mir anrufen. Oder eben eine E-Mail schreiben, je nachdem, wie es Ihnen passt. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.